Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ganz egal, wenn ihr das Video guckt. Und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Heute nur mit mir. Und ein paar Bots. Und wir sind in der fünften Folge von Ghost Recon Wildlands. Und haben dieses Gebiet hier abgeschlossen und begeben uns jetzt langsam in dieses Gebiet von El Emissario. Ja, wie man sieht, gibt es hier 4, 5 Ordner. Ich weiß nicht genau, ob man alle braucht. Ich werde einfach mal anfangen, hier ein bisschen rumzueiern. Und wir fangen einfach hier mit dem Ordner hier an und snacken uns den gleich. Dann sehen wir einfach mal weiter. Setze Drohne ein. Wir haben einen Narko mit MP. Dicht beim Reifenstapel. Und das macht rein. Wagen mit montierter Waffe. Ein Geschütze oben im Tower. Aber keine Gegner. Da haben wir einen. So, mal gucken. Hier soll noch irgendwo anders sein. Dann sehe ich von hier ganz schlecht. Mal gucken, dass wir irgendwie eine erhöhte Position kriegen, um ihn wegsnipen zu können. Mal aufpassen, dass wir nicht von einem anderen gehört werden. Wagen mit montierter Waffe. So, der wäre schon mal weg. Jetzt einmal über den Berg lupen. Da haben wir einen drin. Dahinter haben wir einen. Dann haben wir da hinten einen. Da läuft einer. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hier soll anscheinend noch irgendwo einer sein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Wir haben ein Sicario mit MP im Hauptquartier. Erstmal hier noch ein Ründchen rüber. Da ist einer. Da ist ein Scharfschütze. Macht euch mit Bowmans Briefing über Santa Blancas Koks-Produktionspipeline vertraut. Oben stehen El Jajo und La Gringa. Jajo ist Bolivianer. So. Erst war er Cocalero, jetzt ist er Produzent. Gringa ist wohl eigentlich eine Chemikerin. Sie hat hier für eine NGO gearbeitet, bevor sie dem Kartell beitrat. Den der Scharfschütze ist auch weg. So. Und dann jetzt nicht gehört, ne? Habt ihr das gehört? Kann eigentlich nicht sein. Da oben stand einer. Weiter. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? So, also anscheinend hat er uns ein bisschen gespottet. Ah, da ist auch einer. Kann wohl nicht wahr sein. Fuck. Sie kommen, sie kommen. Alles ist gut, Jungs, alles ist gut. Shit, die haben uns. Wo haben die uns denn? Der ist tot. So. Alles wird gut. Wir sind unterwegs. Da kommt einer. Irgendwo einer rum. Sichert. Der hat es gesehen. Fuck. So. Jetzt mal nochmal eine Drohne losschicken. Zum Geiern. Da sind zwei. Die sind in. Das sind nicht die letzten. Ne, hier ist noch irgendwo einer. An der Tankstelle. Ja. Erstmal den weg. Den sehe ich gerade nicht. Das ist nicht so schön. Na komm, zeig dich. Ja, noch ein Stück höher.
Dann sehe ich deinen Moschkopf. Zitrone losschicken. Da ist er. So, abgezogen. Ja, was für eine Sauerei. Quasi fast Zeilen, ne? Hier haben wir. Ne, ist da drin. Schön Vorräte. Funk. Sehr schön. Einfach mal reinwerfen. Zumachen. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. So, da oben sind auch schon meine zwei Gerätschaften. Oh, und sogar noch. Punkte, Punkte. So. Ein Dokument nehmen wir mit. Ich bin so weit gereist, um dich zu sehen. Und es ist, als rede ich mit einer nassen Socke. Hör zu. Wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Und zwar in einem umgebauten Schlachthaus. Worauf warten wir dann? Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Hieraus geht hervor, dass ihn El Emissarios Assistent hat. Wir müssen ihn finden. So, ich hätte gerne die Punkte. Dankeschön. Korrekt. Und dann haben wir hier noch eine Medaille. Gracias. So, schon mal kennen wir ein bisschen mehr von der Map. Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Weil oben ist quasi immer gut. Guck mal, wir haben sogar einen Helikopter hier stehen. Ja, alles prima. Ich würde gerne noch wissen, was der Generator hier Gegner. Ah, das ist wieder Polizeiwache. Das habe ich schon mal gefehlt, das lassen wir jetzt mal. Auf die Tür. Mal aus. Da sind Gegner. Okay, wir sind cool. Was der jetzt macht? Keine Ahnung. Och, sogar mit MGs. Schön. Ich bin der Pilot. Bin drauf. Ach nein, fuck. Heb mich auf. MG GA. No. Man muss ja auch E drücken, um rechts zu drehen, ne? Bestimmt. Okay. Das hat sich ja richtig gelohnt, da einzusteigen. Quasi. Naja. Okay, Moment, also ich rein. Fahre. Und Gas. Gut, alles gut für uns. Drin, los geht's. So. Auf zur nächsten Mission. Oben den Punkt einsammeln. Das sieht doch gut aus. Ganz schön dunkel hier. Bisschen regnerisch. Ich find's eigentlich schöner, wenn die Sonne scheint. Oh, komm rum um die Kurve. Der kann ich so. Der rutscht immer so. Da habe ich halt Ausrufezeichen genau gesehen. Ja, ja. Hier laufen Gegner rum. Ja, ich sehe, dass hier Gegner rumlaufen irgendwo. Aber das gönne ich mir mit den Waffenteilen. Zack. Schnell Fotos geknipst und weiter geht's. Hier steht auch noch unser Wagen. Und rein. Hat irgendwo bei uns in der Nähe? Ach, ist genau daneben. Das ist eine Waffenkiste. Gedämpfter Schaft. Ah, wir machen erstmal die Aufklärung. Aufklärung ist immer gut. Hey, alles grün. So, zack. Die NPCs sind auch wieder am Start. Und wir sind unterwegs. Ich finde das sehr schön, dass man endlich mal befestigte Straßen hat und nicht nur so krampfige Kieswege. Wo das Auto schon ein bisschen schneller fahren könnte. Das wäre schon in Ordnung. So. Rum. Da gibt es also die Waffe drin. In dem Stützpunkt.
Da scheint auch irgendwie ein Missionsziel drin zu sein. Weil ich gerade auf der Minimap die Pfeilchen gesehen habe. Aber wir gehen jetzt einfach mal aus dem Nebel raus, in die Sonne rein. Da vorne scheint sie schon. Das ist doch schön. Ja, ah, gut, es könnte heller sein. Ein bisschen sehr neblig. Ja. 500 Meter. Und ohne das am Start. Sagen. Steigen wir aus. Och ne, Jungs. Das wollt ihr doch selber nicht. Ach, immer die Unterdachtüten. Tango. Nee. Da musst du nachladen, wenn ich auf ihn schieß, Mann. Feinde im Bereich. Augen auf. Ist das ein Konvoi? Seht ihr den Konvoi? Darin ist auch ein Truck mit Medikamenten. Den holen wir uns für die Rebellen. Nein! Ah! Hebt mich auf. Ich muss den Konvoi haben. Wenn der schon so schön an einem vorbeifährt. So, vielen Dank. Das war knapp. Aber da vorne steht er noch. Das ist schön. Medikamente sind immer gut. So. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Die Rebellen werden sich freuen. Eine Apotheke voll mit Medikamenten. 2.500. Oh, jetzt kommen wir wieder. Da bieten sich noch ein paar Sicarios an. Greift das Feuer auf diese Herrscher. Oh ne, nicht schon wieder. Sind die tot? Sehr schön. So, können wir jetzt bitte weitergehen. Ich möchte gerne zu meinem Missionsziel. Vielen Dank. Ah, da sind wieder Gegner. Oder doch, die... Ist das schon? Ach, das ist schon. Das gehört schon dazu. Drohne fliegt. Direkt welche markieren. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Noch ein dritter. So. Hier steht einer. Scharfschütze. Den müssen wir, glaube ich, mal als erstes hier. So. Dann ducken wir uns mal eben weg, dass die Dudes da oben uns nicht sehen. Schicken wir nochmal eine. Eine Drohne los. So, kurz hier den Ort scannen. Stehen die da rum? Das kann nicht wahr sein. Kann ich auch nicht alle auf einmal holen. Das reicht nicht. Wir lassen jetzt einfach mal da stehen. So, dass wir unser Missionsziel hier unserem Missionsziel etwas näher kommen. Na, erstmal nachladen. Weil nachladen ist immer gut. So. Nahkampfwaffe. Sind das alle hier in dem Umkreis? Da ist gerade einer weg, das ist sehr schön. Jetzt steht er so hinter dem Stein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ich hier nicht drüber? Verarscht ihr mich? Mann. Das ist nicht gut.
ist noch einer und hier drüben sind da wieder welche. Ich habe hier einen Generator. Ein Generator. Generator ist schon mal. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ich finde das sehr gut, dass man aus der Drohne geholt wird, sobald hier, oh, da finde ich aber nicht gut, dass du jetzt hier nachgucken willst. Kollege. Bleib da stehen. Das war scheiße knapp. Dreh um. Los. Geh weg. Ja. So, da haben wir noch einen. Dann müssen da drüben noch welche. Ah, ich brauche mehr Reichweite für meine Drohne. Das ist ganz ätzend. Vorräte markieren und glaube ich mal eben schnell gucken, ob wir denn in die Drohne, ja, Reichweite natürlich reicht das dafür. Aber Batterie können wir auch noch mal skillen. So, sehr schön, dann haben wir schon mal mit unserer Drohne ein bisschen besser durch die Gegend flyen, Gegner markieren. So, das war der falsche Knopf. Ich drücke immer wieder Y, ne? Unglaublich, weil ich mit Y immer sinken will. Also das hier Heli-Steuerung, die ich gewohnt bin. Wir sollten uns, glaube ich, erstmal vorne halten und uns dann später da reinkämpfen in die Häuser. Es sind 15. Da müssen wir hin. Da müssen wir rein. So, also das erste, was wir erstmal sammeln, sind die hier. Dann kommt Dokument. Wenn wir das Benzin extrahieren, hat es so eine schöne Farbe. Linda. Das ist ganz leicht. Da ist ein Sicario. Da, noch jung auf dem Schießstand. 12, 13. Was für ein Schießstand? Freund, sein Vater war ein Bandido. Der hat mir gezeigt, was für ein Schießstand? Machst du mich? Aber das war anders als jetzt. Manchmal verliert man Geld, wenn man die Waffe selbst macht. Das ist ja blöd. Wie kann man denn Geld verlieren? Da, die zwei. Die Chemikalien kosten Geld und es dauert. Aber hier kriegen wir Lohn. Und mit La Gringas Verfahren kriegt man viel mehr Paste, als wenn man sie wie früher in einem Ölfass macht. Ich frage mich oft, ob die Leute El Polvo Blanco auch nehmen würden, wenn sie wüssten, wie wir es machen. Wie Primo Schlüffel schon Benzin um heiße Wärme. Der hätte nichts gegen Benzin im Kokain. Der geht in sein Häuschen rein. Wir markieren das auf den hier. Bereit, auf deinen Befehl. Mein Ziel ist weg. Nein, wir sind nicht bereit. Du musst ihn sehen, Digga. Siehst du ihn? Nein, er sieht ihn. Okay, er hat ihn. Das jetzt Ziel ist weg. Sehe ich den. Boah, bist du unzuverlässig. Aufpassen, dass dein Geschütz. Er hat ihn. Sehr schön. Okay, die zwei haben wir schon. Alles ist gut. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie viele Dickschüsse ich habe. Simultanschuss. Nicht einmal geskillt. Das ist schön. Dann können wir nur zwei gleichzeitig machen. Das ist schon mal richtig scheiße. Ja. Schaue ich mich nochmal eben um hier. Müssten nämlich nochmal irgendwo herumeiern. Okay, Simultanschuss wäre jetzt wieder verfügbar. Da ist noch einer. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Wir rennen hier, glaube ich, alle mit Maschinenpistolen rum. Kollege. So. Also wir gehen jetzt erstmal runter und versuchen darüber zu kommen. Die andere Straßenseite. Ich sehe einen Narko, nahe am Heli. So. Der Kollege kommt zu uns. Geht da hoch. Und kriegt eine Kugel in den Rücken. So. Das hätten wir. Oh, jetzt kommt die Unidad. Er kommt aber nicht zu mir, Jungs, ne?
fahrt jetzt weiter. Ja, er fährt weiter. Ah, da haben sie mich kurz gesehen, deswegen ist jetzt die Drohne wieder eingefahren. Da ist einer, okay. Das kriegen wir hin. Zurück, bevor sie dich entdecken. Ich kann jetzt gar nicht zurück, ich muss da irgendwie rein. Da ist ja sogar offen die Tür. Steht ja hinter der Wand, Mann. Kann ja nicht wahr sein. So. Der ist down. Okay, es ist alles gut. Aber wir nehmen die Bonusorden mit. Ich weiß, wo ein Kartellorden ist, den sie irgendeinem harten Hund verleihen wollen. Das ist schön rein und. Müssen wir erstmal mal gucken. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Der läuft jetzt wieder hoch. Das ist ganz blöd. Nee, nee, du darfst da nicht hoch. Da liegt vielleicht noch eine Leiche. Ich fährt einen scheiß Zug. Ein weniger. Da kommt einer rum. Oh Gott, da kommt ein Auto mit denen. Oh, die fahren da rein. So. Das ist schon ganz schön haderig hier. Man muss dahinter. So. Hier eiert der nächste Heini rum. Kommt einer. Hier drüben ist ein Narko. Ich sehe niemanden. Da, auf dem Schießstand. Komm, mach fertig. Ein Flugplan für ein Versorgungsflugzeug des Kartells. Es ist voll beladen und startbereit. Wenn wir die Ladung den Rebellen übergeben, könnte uns das gegen das Kartell helfen. Links der Typ, der kommt, rechts die Leiche. Das ist ganz blöd. Das ist nicht gut. Shit, die haben wohl eine Leiche gefunden. Alles gut. Das ist nicht gut, wenn die Leichen finden. Die Drohne ist oben. Da ist einer. Ah, das ist der einzige sogar. Aber den ist auch schon mal los. Ja, es läuft doch. Also, die nächsten zwei sind da unten und da unten. Wenn man auf einen vorher der Liegestützen macht, einen da unten und anscheinend noch einen hier unten in dem Posten drin. So. Das heißt, langsam und sicher. Da kommt schon einer. Hinten rumschleichen. So. Hier sind. Gott, da ist ein Zivilist, der erschreckt mich. Der Typ kommt jetzt hier. Der da vorne. Bleibt vorne. Solange er vorne bleibt, ist alles in Ordnung. Ist der da. Dann kommt der unten. Wagen mit montierter Waffe. Mit montierter Waffe. Der ist da dran. Mach jetzt erstmal hier den Strom kurz aus. Auf die Tür. Aus den Strom. Wir sammeln uns jetzt eben das Ding ein, weil die zwei müssen wir eigentlich gar nicht umbringen. Das sind mir eigentlich recht egal, solange ich mein Zeug krieg. Und abfotografiert. Das könnte etwas sein. Sieht so aus, als hätte das Kartell bei Campoana ein Fischerboot zu einem Kokainlabor umgebaut. Das ist genau das richtige Ziel. Ein der Ausfall Fischerboot. Des Labors steigert den Druck auf El Emissari und zwingt ihn sich zu zeigen.
So, wir haben uns doch mal Nahrungspakete gesichert. Und können jetzt entspannt hier mit dem Heli davonfliegen. Wo fliegen wir hin? Ich würde sagen, erstmal außerhalb. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Wir sind weg. Von allem. Wer hat mich jetzt gesehen? The fuck? Naja, ist ja auch wurscht. Scheiße, die sehen uns. Wir landen ja jetzt wieder hier. Man muss schon sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich muss sagen, das ist schon echt sehr schön gemacht. Der Feind bekommt Verstärkung. Oh, viel Spaß ohne Piloten, Mann. Adios, ihr Wichser. Dankeschön. Also, geschafft. Alle noch Gas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, das war's mit der 5. Folge von Ghost Recon Wildlands. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Upsa, das war die Night Vision. Wenn es dann heißt, ich glaube hier einbrechen. Weil das sieht aus wie eine Coca-Fabrik. Oh ja. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.